Wann kapiert die Gesellschaft das, dass es Menschen gibt, die gerne Sex haben, die gerne mit Sex spielen, die gerne damit umgehen? Wann kapiert die Gesellschaft das? Nie. Ich bin einfach der Meinung, dass man Sex bzw. alles, was dazu gehört, den Menschen näher bringen sollte und öffentlicher gestalten sollte. Sex ist auch kein. Sex ist auch keine. Sex ist auch keine Lösung, aber fühlt sich so an. Ja, ich bin Domina. Aus Leidenschaft und in Perfektion. Das ist mein Beruf, ich bin gern Domina. Das ist meine Berufung. Also anders kann ich es nicht sagen. Da leuchten gleich die Augen mit. Wie wir uns Ja, kennengelernt haben. das war In unserer eigentlich Lieblingskneipe. genau. Eigentlich über ein Spätzle, über einen Bekannten. Und ja, und da war ich immer in dieselbe Kneipe gegangen sind, haben wir uns alle irgendwann getroffen. Er immer alleine unterwegs, Und ich immer alleine unterwegs, ja. irgendwann haben wir dann, saßen wir zusammen, haben geratscht und dann ist halt. Ja, und dann ging es halt so weiter. Haben wir einen relativ doch großen Altersunterschied von 14 Jahren. Also ist ja doch nicht unbedingt immer das Normalste oder zumindest das, was sie alle so sehen oder was sie alles haben wollen. Zumindest nicht in der Konstellation. Das kommt dazu. Normalerweise andersrum. Und von dem her, also dass ich ja quasi der Jüngere, ich bin der Jüngere und sie ist die Ältere. Die Reifere, ja. Okay. Nach außen hin. So, ne? Ja. Im Grunde sind wir eins. Unser gemeinsamer bester Freund ist schuld, weil der gemeint, ja, komm, da ist doch was, da war wirklich noch nichts. Ja, und dann, Ja, ja, dann hat er war es es halt dazu, da. hat es in Anführungsstrichen dazu gedrängt, fast Ja, schon. zeig ihm doch mal, wie das ist, ne? Zeig's ihm. Und dann habe ich halt zu ihm gesagt, du, jetzt tu mal halt so. Aha. Da war noch alles. Also 2 Tage, glaube ich, später. Irgendwie sowas in der Ja, Richtung. 2 Tage später, ja, da habe ich es ihm halt gezeigt. Ich bin ja auf zwei Schienen, beruflich in dem Sinne ja versiert. Ich mache momentan nur online, weil ja aktuell nichts Normales, Körperliches erlaubt ist. Von dem her, ich sitze vor meiner Cam, befehle, was sie zu tun haben. Die führen aus und ergötzen sich an meinem Ergötzen, weil meine Augen leuchten und ne. Und ansonsten, wenn ich wieder normal arbeiten darf, ja, das fängt bei Sensibilisierung an. Das ist jetzt nicht nur, ach, 50 Shades of Grey, jawohl. Nein, es ist viel mehr, viel, viel mehr. Ja, es ist halt so, ich habe jetzt nicht nur Domina gelernt, in Anführungsstrichen, ich habe als Zofe angefangen und wirklich peu à peu die komplette Bandbreite mitgenommen. Weil man muss, also ich bin der Meinung, man soll immer beide Seiten kennen, ne? Dann wird es halt mehr und mehr. Und dann hast du noch eine Tantra-Ausbildung dazu gemacht, weil das ist eine Kombi, die ist unschlagbar. Man sieht von Weitem schon, wenn die Haut reagiert. Du brauchst nur pusten. Ach, das ist so viel mehr. Vor allem, wenn man selbst dann wirklich die Kontrolle drüber hat und das steuert. Der andere einfach nur Empfänger ist und Ich habe jetzt so mit BDSM, ist nicht so mein Ding, muss ich dazu sagen. Also, Er ist auch aber nicht mein Sklave. mein. Ja. Er ist mein Schatz, mein Mann, aber nicht mein Sklave. Das muss Das muss man klar, dazu sagen, ja. ja, das ist ganz wichtig. Naja, also wie gesagt, ausprobieren tun wir schon, aber ich bin da nicht so der jetzt in diese BDSM-Richtung rein muss. Also, damit habe ich jetzt nicht so ganz was. Das erregt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ja, Job. Nein, ich mache das auch wirklich gerne, aber ja, es muss ja nicht immer alles dieselbe Leier sein, also finde ich. Nee, nee. Brauche auch mal einen Ausgleich.
Wie jeder. Also auch ich will mich fallen lassen dürfen. Man probiert halt mehr aus. So wie ich das ganz einfach. Das ist das Einzige, das, was so geändert hat, man probiert einfach mehr aus. So innerlich. Man traut sich mehr, man probiert mehr aus. Man versucht Grenzen zu überschreiten und zumindest einfach mal weiterzugehen, zu gucken, was gefällt einem, was gefällt einem nicht so. Aber auf alles bezogen, jetzt nicht nur auf BDSM oder Fetisch. Ja, immer so. Wenn ich meinen Job habe, hat sie ihren Job und fertig. Das ist halt einfach, sie macht ihre Arbeit und wenn sie ihre Arbeit fertig hat, Laptop aus oder sie kommt dann wieder von der Session, dann ist die Arbeit erledigt. Und ich habe da von mir selber aus kein Problem mit. Ich habe auch schon etliche Beziehungen hinter mir oder durch, wo Sex auch immer so runtergekehrt wurde. Und ich habe halt gesagt, nee, wenn mir das nochmal passiert, so war mein Gedanke, dann gleich von Anfang an klar Text sprechen. Sprich, was du möchtest. Sprich, was du nicht möchtest. Zeig es mir und. Klar, bei jedem Paar gibt es mal Flauten oder sonst was. Das ist völlig normal. Man findet sich wieder. Aber dass das ein Tabu, ne, finde ich nicht. Siehst du es anders? War jetzt bei mir jetzt auch nicht. Klar, ich meine, ich habe natürlich auch ein bisschen, ich bin schon mehr aus mir rausgekommen, so ist es nicht. Aber ich meine, ich war grundsätzlich auch schon offener als viele andere. Allein vom Altersunterschied her schon gesehen und dann vom Beruf her. Und ach, da haben wir vieles gehört. Vieles abgenickt und gesagt, ja, redet's ruhig. Genau. Oh ja, das hält sowieso nicht lange bei euch. Es kann gar nicht funktionieren. Ihr seid so unterschiedlich. Wir haben immer nur genickt. Wir haben uns gedacht, wir sind überhaupt nicht unterschiedlich. Faust, Auge drauf. Genau. Passt.